Vor dem Hintergrund seiner steigenden Infektionszahlen ist Ungarn in der EU für eine geplante Verfassungsänderung scharf kritisiert worden. Diese stelle sich gegen gesellschaftliche Veränderungen und sei ein Schlag ins Gesicht für Homosexuelle und andere LGBT-Gruppen. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán wolle dadurch von ihrem Management der Coronavirus-Krise ablenken, hieß es etwa im Europäischen Parlament. Budapest will unter anderem in die Verfassung schreiben lassen, dass eine Mutter weiblich und ein Vater männlich seien. Wenn die Covid-Situation in Ungarn besonders brenzlig wird, richtet sich der Blick von Viktor Orbán unter die Gürtellinie seiner Bürgerinnen und Bürger. Im Mai dieses Jahres war es die Orbán-Regierung, die dringend erforderlich es angesehen hat, die Anerkennung von Transgender aus den Personalausweisen zu streichen. Nun, mitten in der zweiten Welle, mitten in der Welle, geht es darum, in der Verfassung zu verankern, dass nur christliche Geschlechterbilder in den Familien in Ordnung sind. Wir kennen diese Tricks aus der Trickkiste der Totalitären, aus Russland und der Türkei. Es geht immer darum, die eigenen Bürger abzulenken vom eigenen Scheitern. LGBT-Gruppen in Ungarn verurteilten die Gesetzesinitiative als restriktiv. Doch die ungarische Regierung sieht darin einen Schutz von traditionellen Familien. Es gäbe einige Regierungen, die die Pandemie auf zynische Weise für ihre autoritären Ziele ausnutzten, und zwar immer dieselben Regierungen, Ungarn und Polen, so die niederländische Liberale Sophie Intveld. Und wieder gehe es gegen die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten. Just an diesem Donnerstag legte die EU-Kommission ihre erste Strategie zur Gleichbehandlung von sexuellen Minderheiten vor. Brüssel will jedem die Wahl seiner und ihrer Identität lassen, ohne dabei Angst vor Diskriminierung haben zu müssen.